Hier sind die EmsTV News. Es ist Montag, der 29. Januar. Ich begrüße Sie herzlich zu Ihren regionalen Nachrichten. Gestern gegen 16 Uhr kam es auf der Lingener Straße B213 in Nordhorn zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 84-jähriger Fahrer eines VWs fuhr aus dem Espenweg auf die B213 auf und übersah dabei den Mitsubishi, einen 38-jährigen. Durch den Zusammenstoß verletzten sich beide schwer und wurden mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein 9-jähriger Mitfahrer im Mitsubishi wurde lebensgefährlich verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik nach Münster geflogen. Zwei weitere Insassen im Mitsubishi, ein 8-jähriges Mädchen und ein 19-jähriger Mann, wurden leicht verletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein etwa 67 Meter langes, mit Gerste beladenes Binnenschiff befuhr am Freitagnachmittag den Dortmund-Ems-Kanal in Richtung Norden. Vor der Schleuse Hilter fing das Schiff aus bisher ungeklärter Ursache an zu sinken. Hier die Einzelheiten. Am Freitagnachmittag wurden die Feuerwehren Laten, Dörpen und Haaren zu einem Einsatz am Dortmund-Ems-Kanal in Dörpen alarmiert. Dort drohte ein Binnenschiff zu sinken. Laut Aussage des Kapitäns gäbe es im Ankerkasten des Schiffes ein Leck. Wir haben hier vorgefunden, das Binnenschiff, wie von hinten zu sehen, das mit dem Bug unter Wasser ist und tritt leicht eine Menge Diesel aus. Wir haben mit der Feuerwehr Dörpen und Haaren zusammen eine mobile Ölsperre um das Boot gelegt, eine spezielle für fließende Gewässer. Das ist jetzt eingehaust und jetzt wird das Wasser- und Schifffahrtsamt mit dem Bootseigner, das Havariekommando, die weiteren Maßnahmen zur Bergung absprechen. Die Bergungsarbeiten werden ersten Erkenntnissen zufolge noch einige Tage andauern. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. In Erinnerung an den 27. Januar 1945, als das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau befreit wurde, öffnet die alte Molkerei Frehren ihre Türen für die Ausstellung Der gelbe Stern. Die alte Molkerei in Frehren füllt sich. Der Anlass: die Ausstellungseröffnung Der gelbe Stern der Friedensbibliothek Berlin in Zusammenarbeit mit der jüdischen Geschichtswerkstatt Samuel Manne und dem Kulturkreis Impulse. 79 Jahre ist es her, seit am 27. Januar 1945 das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau von sowjetischen Truppen befreit wurde. Auch in Frehren wird an diesem Tag an die Opfer gedacht. Jochen Schmidt reiste extra von Berlin nach Frehren, um die Ausstellung aufzubauen. Dass die Geschichte erzählt wird von unten, also aus der Perspektive der Leute, die damals diese Zeit erleben mussten. Wir haben keine Bilder von Himmler, Hitler, Göring, sondern von den Menschen, die damals unter die Räder der Verfolgung gerieten. Es sind alles authentische Fotos und Texte aus der damaligen Zeit. Die Auswahl stammt von uns, aber wir haben von uns aus keinen einzigen Text dazugesetzt, sondern wollen, dass die Bilder und Texte für sich sprechen. Die Fotos und Texte schildern das Leben und Leiden der deutschen Juden von 1900 bis 1945. Sie bilden eine Chronologie des normalen jüdischen Lebensalltags bis hin zur unvorstellbaren Vernichtung während der NS-Zeit. Für die Samtgemeinde Frehren hat die Ausstellung eine ganz besondere Bedeutung, wie uns Lothar Kurz, Leiter der jüdischen Geschichtswerkstatt Samuel Manne, erklärt. Ich halte es für insofern so wichtig, weil wir in Frehren eine 250-jährige jüdische Geschichte haben, was vielen unbekannt ist. Frehren war sogar Synagogengemeinde und ganz lange Zeit gehörte selbst Lingen hier zur Frehrener Synagogengemeinde. Also eine ganz alte Tradition, auf die wir eigentlich stolz sein sollten. Die Ausstellung kann bis zum 6. Februar besucht werden. Montags, dienstags, donnerstags und freitags sind die Türen der alten Molkerei von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Am Samstag war es laut in Papenburg. Knapp 3000 Menschen gingen mit Plakaten und Schildern auf die Straße, um ein Zeichen gegen Rechtsextremismus zu setzen. Gemeinsam gegen Faschismus und für Vielfalt und Toleranz, heißt es aktuell in vielen Städten Deutschlands. Tausende Menschen gehen auf die Straße, um gegen rechts und für ein bunteres Miteinander zu demonstrieren.
So auch am Samstag auf dem Vorplatz der St. Antoniuskirche in Papenburg. Also ich hoffe sehr, dass wir deutlich über 2.500 Leute werden. 5 habe ich nichts gegen. Und wir haben ja auch die Möglichkeit, uns auszubreiten, weil wir zur Not die Straße mitnutzen können. Die wird dann für uns extra gesperrt, dankenswerterweise. Und nach oben sind wir offen. Wir freuen uns über jeden und über jede, die kommt. Und es wurden mit jeder Stunde mehr Menschen. Sie hielten Plakate hoch, sangen gemeinsam und lauschten gespannt den Reden auf der Bühne. Auch Bürgermeisterin Vanessa Gattung war vor Ort. In Papenburg gibt es keinen Platz für Menschenfeindlichkeit, betonte sie während ihrer Ansprache. Also wir hoffen, dass es nicht eine einmalige Aktion bleibt, sondern dass die Leute sich wirklich jetzt engagieren. Die können sich bei uns engagieren, in ihren Gruppen. Wichtig ist, dass sie es weitertragen und dass sie vor allen Dingen jetzt laut werden, wenn sie sowas mitbekommen am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Kneipe. Dass sie nicht länger sagen, ach, das geht mich nichts an, da mische ich mich nicht ein, wenn zum Beispiel rassistische Sprüche kommen oder sexistische. Sondern dass sie sagen, jetzt ist Schluss, so geht's nicht, und aufstehen und wirklich sagen, nein. Das ist unsere Hoffnung, die wir damit verbinden. Egal ob jung oder alt, ob groß oder klein. Am Samstag kamen die Menschen zusammen, um für die eine Sache zu stehen. Ein friedliches Miteinander, egal wer man ist oder wo man herkommt. Das war's mit den EmsTV News für heute. Ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Haben Sie einen schönen Abend. Tschüss.